Ja, servus Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Project Hospital. Nick, bitte noch die Medikamente und bekomm noch bitte ein EMG. Wäre sehr nett, wenn du das noch machen willst, weil ich würde gerne noch das versteckte Symptom herausfinden. Ne? Hier kriegen wir nochmal $320. Okay, Fußprellung. Okay. Wie gesagt, da würde ich gerne das Symptom noch rausfinden. Wäre sehr nett. Das wäre mir sehr, sehr wichtig. Das wäre mir sehr, sehr wichtig, Leute. Ja. Aber macht er nicht. Okay. Wir kriegen trotzdem $300. Der ist relativ zufrieden. Sehr gut. Behandelt. Kurze Wartezeit. Hässliche Umgebung. Okay. Kriegen wir alles noch hin. Kriegen wir alles noch hin. Hier sieht es relativ gut aus mittlerweile, ne? Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Da kann man nicht dran, da kann man nicht meckern. Auf keinen Fall. Hier haben wir 4 Toiletten. Ist auch in Ordnung. Wir haben hier, oh, Patienten liegen. Schöne Umgebung. Hungrig, Bedürfnis ist kritisch. Na, wird schon noch passen. Wird schon noch passen, hoffentlich. Aber freundlicher Angestellter, sehr gut. Das ist sehr gut. Krankenversorgung, ja, die müssen alles Mögliche machen hier, ne? Die ist relativ müde, das ist ein Problem. Dann sind ja nicht wirklich leistungsfähig, das ist Mist. Ist wahrscheinlich aber auch relativ, klar, kein Essen, keine Toilette, ne? Erholung nicht wirklich da. Ja, müssen wir gucken, dass wir das ändern. Auch das kriegen wir hin. Auch das kriegen wir irgendwie hin. Was ist das für ein Raum? Ist ja von der Orthopädie, ne? Das ist die Sonderverfahreneinheit von der Neuro, ne? Was ist das für ein Raum? Ach, Sonderverfahreneinheit von der Inneren, okay. Der ist von der Inneren, auch gut. Ah, ja, ziemlich unorganisiert hier alles. Wird aber noch. Wird aber noch, Leute. Wir wollen jetzt erstmal gucken, dass der Nächste das Bett verlässt hier. Dass wir da natürlich wieder optimieren können. Den nächsten Raum für die Normalstation hier organisieren können. Dann haben wir hier hoffentlich dann 4 Räume. Sollte passen. Hoffentlich. Ich gehe mal von aus. Kriegen wir schnell. Also es wird immer besser. Immer optimierter. Hoffentlich und das passt dann eigentlich. Ja, auch das hier kriegen wir hin. Tut nichts. Denn die ist wieder am Arbeiten, ne? Erfüllt Bedürfnisse, okay.
Jetzt müssen alle Patienten auf Toilette, ne? Auch noch. Naja. Besuchszeiten. Cool. Auf jeden Fall kommt jetzt relativ viel Geld wieder rein. 6.600 durch die Karte, 2.100 durch die Neurochirurgie, 3.600 ist in Ordnung. Kommt immer mehr Geld rein. Und das ist das, was wir brauchen aktuell. Viel, viel Geld. Wir müssen immer mehr optimieren. Sehr schön, der Patient ist versorgt, $490, relativ zufrieden, hässliche Umgebung, das kriegen wir aber auch noch hin. Das Bett ist frei, das kommt jetzt erstmal dahin. Der kommt weg, da will ich den hin haben. Dann werde ich hier die Station eben auflösen. Ich werde für die innere die Normalstation abändern. So auf die Größe. Das heißt, die Wand fällt hier einmal weg. Nicht die. Die hier. Da kommt hier eine Wand hin. Dann wird die Normalstation hier vergrößert. 2, 3, perfekt. Dann machen wir da natürlich die Wand hin. Ganz offiziell hier die gute Wand. Ich möchte jetzt immer ordentlicher gestalten hier, immer ordentlicher. Das ist hoffentlich auch in Ordnung. Auch hier ist das in Ordnung. Dann kommt eine Türe rein. Dann kommt da noch ein Boden rein. Da kommt der Boden rein. Hier kommt der Boden hin. Bezüglich hier natürlich der Zack, ne? Dann kommt das Bett darüber. Ein Nachtschrank kriegen die. Wanddefibrillator, Schrank mit Schubläden, ein schicker Stuhl oder 99, 49. Die kriegen die alle einen schicken Stuhl, kommt. Was soll der Geiz? Kriegen die auf den Neuro direkt alle schicke Stühle. Ne? Eine Pflanze wieder. Ein Fernseher. Poster. Posterinfo. Da ist es. Und dann ist das, denke ich mal, auch in Ordnung. Genau. Müsste passen soweit. Auch hier der Stuhl kommt weg. Da kommt ein schicker Stuhl hin, ganz ehrlich.
Was soll der Geist? Da sind 200 Dollar. Die werden wir da wohl noch investieren können, oder? Die Patienten sollen ja auch total zufrieden sein. Das ist wohl das Mindeste. Das ist wohl das Mindeste. Dass die Patienten hier zufrieden sind. Apotheke ist zu klein. Auch das werden wir ändern. Auf Dauer. Das ist klar. Asbestose. Der bringt auch nochmal 2200, wenn er fertig ist. Der müsste jetzt aber auch fertig sein. Pfeffatmung können wir nichts dran machen. Gut, das ist, denke ich mal, in Ordnung. Die liegt hier auch. Die müsste aber auch soweit fast fertig sein. Die ist nicht besonders zufrieden. Behandelt, okay. Bedürfnis reduziert, aber unbehaglich, gelangweilt, unruhige Nacht, konnte nicht sitzen, lange Wartezeit, hässliche Umgebung und hungrig. Das ist schlecht. Aber gut. Wir werden direkt hier umbauen. Das heißt, die Normalstation hier kommt weg. Das ist dann in Ordnung. Die Wände kommen weg. Die Wand kommt weg. Ich hatte gesagt, die Wand kommt weg. Danke sehr. Die Wand kommt weg. Die Wand kommt weg. Hallo. So, dann kommt die Normalstation hier hin. Beziehungsweise wird hier erweitert. Wir machen da ordentliche Wände auch wieder hin. Hier kommt die Außenwand. Die Innenwand kommt natürlich auch noch. Das soll alles vernünftig aussehen hier. Das soll auf Dauer alles vernünftig aussehen. Das sind ein paar Euro, die wir hier organisieren müssen, beziehungsweise die wir hier ausgeben. Das sind 120 Euro. Eine Tür kostet 30. Das ist nicht unbedingt die Welt. Vernünftiger Boden. 90 Dollar. Das kostet nochmal 10. Das passt soweit. Das passt eigentlich alles. Das Bett kommt hier rein. Der Nachtschrank. Dann kriegen die noch hier in die Kommode rein. Ein TV. Bettensockel. Kriegen beide. Schicker Stuhl. Wanddefibrillator. Die Pflanze und das Poster. Soll ich den lieber im Bücherregal geben? Ich könnte den auch im Bücherregal geben. Was ist besser? Poster. Schauen wir mal. Also Möglichkeiten hätten wir auf jeden Fall genug. Ich denke mal, das sieht auch soweit in Ordnung aus hier. Wir können hier noch ein paar Lampen installieren. Damit der Flur auf jeden Fall beleuchtet ist. Das ist, denke ich mal, auch in Ordnung. Und da haben wir eigentlich 4 Betten für die Normalstation von der Neuro. Apotheke ist zu klein, das ist mir klar.
Das ist mir klar. Eingewiesen hat Freizeit. Ja, wir werden immer besser. Wir werden immer besser hier. Hoffentlich. Hoffentlich, Leute. Toiletten stehen hier zur Verfügung, das ist kein Problem. Das sieht auch ordentlich aus. Also da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Da kann man nicht meckern. Schöne Umgebung, unterhalten, freundlicher Angestellter. Hungrig zwar, aber okay. Kontrolliert Patienten. Die hat vielleicht viel zu viel zu tun. Aber okay, da könnten wir vielleicht eine zweite Schwester anstellen noch. Das wäre, denke ich mal, nicht das Problem. Beziehungsweise eine bessere, weil das ist nur eine Praktikantin, ne? Ja, sie verdient nur $100. Aber ich glaube, das wäre was Besseres angesagt. Ne? Das glaube ich schon. Aber gut, schauen wir in der nächsten Folge weiter. Ich danke euch soweit erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Servus und tschüss.